Ja. Ich habe übrigens bis zum Ende, wo die gerade da drüber gegangen sind, linke Maustaste gedrückt gehalten. There's a camp down there. Yeah, but it looks empty. Yeah, you're probably right. Ja, es sieht empty aus, deswegen brennt das Lagerfeuer noch. Let's check it out. Na, es ist nur Asche, die noch glüht. Alright. Fische. Alter, die schwimmen auch genauso da einfach rum, ne? Feuer entfachen, jeweils einen Fisch fangen. Boah, jetzt so ein schöner Wasser aufwühlen. So ein schöner Dorsch. Ah, warte, geh du rechts, ich links. Ah, ich verstehe. Ja? No civilization, no toilet paper. Kannst du einen nehmen? Nee. Kann nur aufwühlen. Ich auch nur. Gut. Dann können wir es vielleicht noch nicht. Erstmal müssen wir vielleicht das Feuer anmachen. Oh, Speerschnitzen. Okay. Blasen? Blas mal. Und ich mach den Speer ready in der Zeit. Zack, zack, zack. Ja, mein Mund ist richtig heiß. So, ich habe einen Speer. Ah, dafür werde ich aber wahrscheinlich auch deine Hilfe dann brauchen. Ich bin am Blasen. Also ich brauche mehr Holz. Soll ich mal die Untertitel lesen? Okay, ich verstehe. Treib sie zu mir. So bescheuert aus. Und zack, nein. Die sind an deinem Rücken vorbei. Wir müssen uns hierhin, glaube ich, begeben. Hier ist so die engste Stelle. Ja. Gut. So. Komm, 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 komm. Mann! Nein! Du bist nicht so geschickt mit dem Speer. Nee, ich brauche jahrelanges Training. Mir fehlt es noch. Junge, die schwimmen doch immer direkt an dieser kleinen Scheiße vorbei da. Wie nah muss ich denn... Ich hab einen. Jeweils ein Fischfang steht da aber. Das heißt, ich brauche auch noch ein Speer oder was? Vielleicht... Oh ja. Blasen. Ja, wir brauchen erstmal Holz. Ja, hör mal mit dem Blasen auf und hilf mir bei meinem harten Speer lieber. Ja, wir brauchen erstmal Holz, damit ich das wahrscheinlich ablegen kann. Quatsch. Ach, ich kann auch so einfach Q ablegen. Jetzt mal. Ja. Du. Mit dem Fisch einfach auf dem Boden. Ich guck mal, ob ich Holz finde erstmal. Also wenn du mir nicht hilfst, wird das glaube ich nichts. Ach, du schaffst es schon. Siehst du, der geht schon Enrage. Ich bin nicht getriggert! So. Du schaffst es. So, Feuer brennt. Ach Link, wieso triffst du denn jetzt nicht Link? Link. Da, mach doch! Jawohl. Siehst du? Das hat deutlich kürzer gedauert als bei dir. Ja, ich bin auch ein richtiger Aufwühler. Ich wühle auch die Gefühle der Mädels auf. Du schwülst gerne auf. Das auch. So. Dann machen wir uns mal einen ruhigen Abend, ne? Genießen das Feuer und essen schön Fisch. Dorado, genau. Wo haben die eigentlich das Messer gehabt, um den Speer zu schnitzen?
Well, you know, it is what it is. Yeah? Will ich mal wieder sagen? Mensch, Entwickler. What about yours? I'm good. So you're a tough guy, huh? Well, it's not like we have much of a choice here. Yeah. By the way, what are you in for? Something I didn't do. So you're innocent, huh? Well, aren't we all? I'm innocent too, you know? Alter, das ist genau der gleiche Satz wie im Film. Yeah, sure you are. Yeah? Mhm. My family, you got any? Oder bildest du dir das vielleicht nur ein? Nee. Das hat Morgan Freeman zu Andy Dufresne auch gesagt. Gut. And a kid. Alex. Fucking missing, man. Yeah, I hear you. That piece of shit Harvey's gonna get what he deserves, let me tell you that. So, let's go after him. Together. Blutsbrüder, ab jetzt. Look, Vincent. I need to know what your story with Harvey is. Okay? All right. I was a regular guy with a boring bank job. One day my brother brings in a new client, Harvey. Let me guess, money laundering. Yeah. Money was easy, but Harvey just kept coming in with more and more cash, and I couldn't handle it. It was too risky. So I told him I wanted out. He killed my brother as a warning. After that, I lost it. I planned on killing him. But the son of a bitch pinned it all on me. I was convicted for the murder of my own brother. Wow. That's fucking rough, man. Yeah. Sorry. Kein Problem. So, what's your story with Harvey? You fucked me over, that's for sure. I mean, what were we gonna... Wait, you hear that? Ah, shit. We're closing in. We gotta move. Ah, eventuell das Feuer ausmachen? Just suck it up. Egal. Don't worry about it, I got nee, it, okay? Warum nicht? Ein Waldbrand ist auch gut. Ja. Wie ein Firewatch. Ich bin nebenbei am Würstchen schneiden gewesen. Scheiße. Was ist los? Ist doch normal, oder nicht? Ja, kennt man. Das. Ich hab zum Glück keine Arbeitsküche. Ich auch nicht. Ich hab nur eine Sandwich-Soße und einen kleinen Kühlschrank hier. I'd rather be uptight than a loose cannon. Ich hab gestern eine halbe Packung Toast gegessen. Alter. So eine Packung Toast hat doch 2000 Kalorien. Ich weiß nicht. Aber nur diese kleinen Toast, nicht diese normal großen. Ja, also die normalen. Nee, die normalen sind normal groß und es gibt nochmal kleinere. American Toast. American Toast sind die normalen. Nee, das sind für mich die großen Toast. Was? Die sind auf jeden Fall nicht so groß, dass die so eine komplette Platte im Sandwich-Toaster abdecken, meine, die ich gerade habe. Wie wir festgestellt haben, habe ich einen anderen Sandwich-Maker. Stimmt. Nimmt man nämlich Kontaktgrill. Das habe ich schon wieder vergessen beinahe. Alter, knocken wir die beiden aus? Oder vergewaltigen wir die? Ich sehe nur eine alte Frau mit einer Pumpgun. Ah, jetzt. Ein alter Mann. Don't you worry, honey. Those two fools come around here. They'll get a taste of old Betsy. Hey, I say we take them out. Are you crazy? It's an old couple. We can't do that. I don't mean it like that, man. I mean, we tied them up with something. We really need to change clothes. We can't walk around like this. I don't like it. Ja, und du trägst dann die Frauenkleider, oder was? Oder die vom alten Knacker. Yeah. We release the horses. Release the horses. How's that gonna help? Alter, fährt Blue. Okay, dürfen wir uns jetzt wieder entscheiden?
Ja, Mann. Ich bin dafür, dass wir Pferd Blue freilassen. Pferd Blue freilassen. Ja. Jawohl. Das wollte ich hören. Okay. Fuck. Ey. Das nimmt wieder Anmaße. Das Hater-Game ist es überall. Okay. So. Alter. Blue ist da drin und wir holen ihn wieder raus. Aber vorher von hinten, oder? Nee. Alter, Kühe. Können wir hier rüber? Nein. Okay. Ich nehme mir vielleicht die Leiter. Oh. Die habe ich vorhin nicht gesehen. Ich auch. Rechts ist das offene, genau. Und wie du sicher weißt, Leitern soll man immer zu zweit benutzen und nicht alleine. Ey! Zu zweit! Das gegen die Sicherheitsordnung! Alter, guck dir meinen Arsch an. Und deinen. Okay, mach ich. That was easy. Now we are the horses. Wo okay. Ist denn Blue? Blue, Schatzi. Warum läufst du immer so langsam? Da ist es. Blue! Noch in seiner jungen Pracht. Hier, noch mehr Pferde. Ja, komm, Blue! Lauf! Raus mit euch. Ihr landet sonst irgendwann am Schauerberg. Ist hier noch ein kann ich das Pferd reiten? Hier, ich mach auf. Mach ich nicht. Brauch ich vielleicht. Nee. Brauch ich nicht. Auf der anderen Seite des Tor. Nehmen mal hier. Jawohl, das kriegen wir doch auf. Okay, jetzt müssen wir die Pferde nur raustreiben. Ja, irgendwie mit einem Schuss oder so. Oder indem wir Rainer holen. Ich glaube, die kannten Rainer noch nicht. Wir schlagen damit einfach die Pferde, oder? Einfach gegen den Kopf, bam! Klingt doch nach einem Plan. Ja. Hier ist ein Eimer? Nee. Können wir irgendwas explodieren lassen? Oder irgendwie was fallen lassen, vielleicht. Hier! Vielleicht können wir das runterschubsen. Jawohl, wir lassen einfach hier die Bombe neischmassen. Und... runter damit! Oh! Los, Blue, du bist frei! Weg vom Altschauerberg! Oh, hell, the horses are escaping, honey! Oh, dear, didn't we lock the barn? Of course I did. Come on, let's go! Oh, God, I did! Fucking Redneck. Mein Gott, die haben noch doch 200 Meter einen Herzinfarkt. Ach, die armen Leute. Da ist noch ein Schwein. Alter, hey, Rainer Winkler. Na? Komm zu mir, Rainer. Komm. Oh, du kannst da reingehen. Rainer. Hä? Oh, hab ich gerade... Du hast Rainer gestreichelt. Was ist... Gut. Alter. Zum Truck gehen. Wo ist denn der Truck? Können wir vielleicht noch in den ihr Haus gehen? Ist auch gut, dass ich das zumache. Aber immer das direkt. Problem ist, Schweine sind haram. Das stimmt. Von daher, nein. Haram. Oh, der ist ein Rasenmäher. B. Oh. Geh mir mal ins Haus. Boah, kennst du diese automatischen Rasenmäher? Mutter hat so einen. Die sind lustig. Nee. Du musst so Drähte verlegen auf dem Rasen, wo die langfahren. Och Mensch, Entwickler. Der hat die Pumpgun doch gar nicht mitgenommen. Och Mann, oh. Oh, ich kann Banjo spielen. Kekse! Junge, ich spiel Banjo. Extrem. Wieso machst du nicht extrem? Dammit. Alter, also guck dir an, wie viele Kekse der fressen kann. Alter, geil. Nice. Oh ja, ich mach mal Abwasch, ne? Ja, mach mal. Was
Boah, hast du das mitbekommen? Die Leute, die in Groß-Gerau in den McDonald's eingebrochen sind und Pommes frittiert haben? Alter, eine dicke, fette Wurst. Alter. Die habe ich auch da reingeseilt, glaube ich. So, Banjo habe ich gespielt. Milch ist Gift. Alter, der trinkt Gift! Verdammt, wir haben verloren. Dass jetzt kein Game Over da steht, wundert mich. Oh, ich habe einen geilen Hut jetzt. Was machst du? Ich nehme den anderen Hut, der daneben stand. Oh nein! Ich wollte den Hut mitnehmen. Was haben wir hier? Nein, was war's hier, Emergency? Ja, ich nehme ein bisschen. Mit wem telefoniert der? Ich hab 911 angerufen. Oh, ich kann Karten ausbauen. Ich dachte, ich kann kacken. Ich hab sein Kartenhaus zerstört. Scheiße. Hier ist jemand eingebrochen und er hat mein Kartenhaus zerstört. Ja, das hatte ich gerade gezählt, ne? Mit diesen Leuten, die in Groß-Gerau und McDonald's eingebrochen sind und die Pommes frittiert haben, ne? Ja. Oh. Achso, das ist deine Musik. So, erstmal dick, fett Eier schaukeln, würde ich sagen. Ich kann mich umziehen. Glaube ich. Oh, erstmal die Tür zu machen. Dein Schniepi haben wir schon vorhin gesehen, Alter, Freunde. Der Volksempfänger. Natürlich hat der Kleidung da die passt. Komm hoch, dann kannst du dich auch umziehen. Ja, vielleicht. Aber wieso läuft da nicht was Vernünftiges? Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie. Ich weiß es nicht. Oh, kann ich Klavier spielen? Ach, wir sollten uns sogar umziehen. Ich bin jetzt einfach nur hier so reingegangen. Was? Ohne Grund. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Lord. Was? Was machst du? Das ist ja wie Uso, oder wie das heißt. Uso? Uso ist ein Getränk. Ein für meine Freunde. Ey, für meine guten Freunde. Das ist schwerer, als ich gedacht habe. Musst du auch mit so 1, 2, 3 die Felder treffen? Ach, siehst du das bei mir gar nicht? Nee, seh ich nicht. Ich seh nur, wie du spielst. So. Ja, ich sag ja, wie Uso oder wie dieses Spiel heißt. Osu, meinst Osu du? Osu, meine ich ja. Oh, hier ist auch ein Gewehr. Wie wär's, wenn du dich jetzt mal umziehen gehst? Nee, ich muss erst mal Kannst Klavier eh spielen. Nicht spielen. Vor allem, ich habe auch direkt extrem genommen. Wow. Hier ist noch eine Küche. In der Küche warst du schon, ne? Erstmal einen Keks gönnen. Der hat den Keks mit einem Bissen gegessen. Ja, das kann ich auch. So ein schöner Cookie. Let's help them with the dishes. It's the least we can do. Ja. Kleidung klauen, Kartenhaus kaputt machen und Wäsche waschen. That's nice, fuck. Damn it. Okay, jetzt. Yalla. Ist das denn nicht mehr auf, das Lied, oder was ist das? Nein, Mann, ey. Jetzt, du kannst es nicht. Geh dich oben umziehen. Was haben wir denn hier? Wir hätten nur gucken, ob es hier noch mehr gibt. Jetzt spiel ich mal auf leicht. Ich hab gerade eine Pflanze gegessen. A Banjo! Machen wir mal schwer. Oh! Lol, wir spielen zusammen jetzt! Ja. Okay. Was passiert gerade?
Scheiße. Das habe ich nicht erwartet. Das Lied kommt mir sogar bekannt vor. Nice. Didn't know you had it in you. What can I say? Oh full of surprises. Gott. Gut. Was zur Hölle? Oh, ein Erfolg. Oh, dann gehen wir jetzt nicht umziehen. Ich geh schon mal gucken, wo der Truck ist. Ich darf doch die Kleidung von der Frau tragen, ne? Ja, mir egal. Ich meine, jedem das seine. Boah, kann ich meinen eigenen... Boah, wenn ich mir das so angucke, dann weißt du, wie ich aussehe? Auch so genau in der Sicht? Wie ein Juden-Italiener. Nee, wie der Main-Charakter von Fallout 4 am Anfang. 1:1. Nee. Ja, die Nase ist zu groß und der Bart ist halt anders. Aber sonst, 1:1 der Typ. Ich mach erstmal hier das Tor auch auf. Mhm. How hard can this be? Okay, let's get it right this time. Gut. Das hat geklappt. Gut. So, auch hier ist der Truck nicht. Wir halt alles irgendwie ausprobiert haben. Oh lol. Looking good, man. Warum kein Hitlerbärtchen? Ach ja, stimmt. Hufeisen werfen. My wife always says that I don't look good in hats. Let's prove her wrong. Okay. God, hell yeah. Hell yeah. Geile Mulle. Okay, es wird so. What a throw. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Oh. Kommst du mit mir ins Bett? Nee. Nice. Horseshoes. Boah, ich wüsste auch gerne, ob das ein Achievement auch gibt. Ah. Wahrscheinlich 5 Ringer und dann gibt's ein Achievement. Wir haben alle Zeit der Welt. Außerdem gibt es mehr Folgen. Mann! Ich kann mir nicht, kann ich mir aussuchen, was ich trage? What a throw. Wie in deinem Pornospiel? Nee. Leider nicht. Ach, Mann. Pornospiel war gut. Ich hab ne? Warum hast du eine Pumpkin auf einmal? Warum sehe ich auch so aus, als würde ich eine Pumpkin tragen müssen? Lol. Ja, nice. Dafür ich hab auch in meinem Umkleidezimmer eine Pumpkin. Alter, was die sich denken müssen, was hier los ist. What a throw. So kann man hier noch mehr. Ich finde, das ist ja aber gut, dass da so viele Details sind, was man so machen kann. Das schon, ja. Das stimmt. So, die hätten halt auch sagen können einfach, ja, nee. Oh, eine Katze! Alle! Die haben doch Impum Dorian damals gestohlen! Hatte die Katze überhaupt einen Namen? Ich glaube nicht. Nö. Oh, ein Benzinkanister. Was kann man hier alles machen? Gut. Ich habe einen Benzinkanister. Ja, ich laufe einfach nach Hause. Okay. Kann ich mit dem Ding? Hier ist ein Traktor. Gut, kann ich was davon trinken? Warte, ich komme mal. Kanisterboy kommt. So. Mach mal. Können wir den Kanister anzünden? Ich weiß es nicht, aber trinken kann ich anscheinend nicht. Vielleicht kann ich den Kanister drunter stellen. Wow. Aber da ist ja Benzin drin. Benzin-Wasser-Gemisch. Ergibt Molotow. Ich würde ja so aus der Theorie vermuten, dass es besser brennt, wenn es nur Benzin ist. Oh Mann. Du musst erstmal wieder einfinden. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Oh, der war knapp. Jackpot. Alter, du triffst immer da oben drauf. Oh. Aber ich weiß prinzipiell, ja.
Mhm, prinzipiell. Sieht gut aus. Ach, Link. Link, du Trottel. Warum, ja. Ey? So, ich such mal den Truck jetzt. Oder was haben wir hier noch? Das ist zu schwer für mich. Hier haben wir noch ein Tor. Die Katze hat dich angefaucht. Alter, scheiß Katze. Hey, sag das doch nicht. Die würde ich... Ah, nee. Some help, please. Dauern nicht. Ah, ich brauch dich. Hier oben. Dann haben wir alles abgeguckt, weil dann kommt wahrscheinlich eine... Ich denke schon. Ne? Ja, passt, passt. Get over here and help me with this door. Hä, die eine habe ich doch auch alleine aufgekriegt. Oh my God, it's a piece of junk. Ah, der Benzinkanister steht da sogar. Den hast du doch dahin gebracht. Ja, aber ich hätte nicht erwartet, dass denn der Cutscene da stehen wird. Ach, halt's Maul, jetzt müssen wir noch einen Reifen finden. Hey, man kann doch mit 3 Reifen fahren. Geht schon, ja. Also bei so einem... Aber dann müssen wir die tunen, ne? Indem wir die rot lackieren, würde ich sagen. Die Felgen, ja.